und herzlich willkommen zu meinem neuen Schwangerschaftsupdate. Heute bin ich genau 22 plus 3 und ich berichte aus der 19. bis 22. Schwangerschaftswoche. Was hat sich verändert? Auf jeden Fall mein Gewicht und mein Umfang meines Bauches. Auf jeden Fall wiege ich, also ich habe am Anfang 55,7 gewogen, also 55 bis 55,7 und jetzt wiege ich 61 Kilo. Ja, also es schwenkt immer so, 61, dann 61,3 und so weiter. Also es wird auf jeden Fall, denke ich mal, noch mehr. Ich esse aber ganz normal wie immer und mein Appetit ist im Moment extrem auf Obst. Obst, alles was Obst ist, Gemüse auch, aber nicht ganz so sehr. Am Anfang habe ich sehr, sehr gerne Tomaten gegessen, was aber vorbei ist. Jetzt esse ich total gerne Kirschen, Erdbeeren, Honigmelone, Wassermelone, also alles wirklich was frisch und oder Birne, auch mal ein Apfel. Also es ist wirklich sehr gesund, Gott sei Dank. Dann Bauchumfang hat sich auch geändert. Und zwar hatte ich am Anfang 81 cm Bauchumfang und jetzt liegt es bei 90 cm. Also ist es auch schon ganz schön ordentlich was dazugekommen. Dann hatte ich vor kurzem einen Frauenarzttermin. Da haben wir geguckt, halt, wie es dem Baby geht. Sie hat mich nochmal gefragt, ob ich möchte wirklich, dass es bei jedem Termin einen Ultraschall gibt, weil sie möchte halt ganz gerne eher bei jedem Termin lieber gucken und fragt aber auch nach, ob es in Ordnung ist. Also für mich ist es in Ordnung, weil das ist wirklich nur einmal im Monat und es ist völlig okay. Dem Baby geht's gut, das Baby hat geschlafen in dem Moment, wie immer bei mir, komischerweise. Das Herzchen hat gut geschlagen und wirklich sehr, sehr groß geworden. Also ich habe selber wieder sehr gestaunt, wie schnell das immer geht. Sonst hat sie geguckt und ausgemessen, so wegen Kopfumfang und alles andere nochmal geguckt, ob alles da ist. Ich habe aber trotzdem darauf bestanden, auf eine Überweisung. Also sie muss mich ja nicht überweisen, sondern sie hätte auch sagen können, gehen Sie zum Feindiagnostiker, er macht das schon, da muss ich es aber selber bezahlen. Ich habe aber auf eine Überweisung, also ich habe gesagt, ich möchte es gerne machen und sie hat mich aber auch überwiesen, weil wir etwas länger gebraucht haben, aber doch nochmal drauf schaut, bevor wirklich hinterher irgendwas ist. Feindiagnostiktermin habe ich offiziell am Donnerstag nächste Woche und hoffe, da alles super ist. Mein Freund ist dabei, hat sich extra Nachtschicht genommen, damit er dabei sein kann. Und wir freuen uns riesig drauf. Wir sollen ein Stick mitbringen, das ist bei uns gleich um die Ecke, es ist wirklich nicht weit. Wir müssen nichts bezahlen, wir haben ja eine Überweisung und oder kriegen es bestätigt, was es wirklich für ein Geschlecht ist. Uns wurde es ja schon mitgeteilt, zweimal, was es für ein Geschlecht ist. Ja, dann weiterhin Hebamme. Hebamme war bei mir auch da und mein Freund hat eigentlich gearbeitet und kam aber... Meine Hebamme konnte leider erst dann eine Stunde später, hat mich auch angerufen, war auch in Ordnung, weil ich ja zu Hause bin, war es für mich völlig okay. Und da hat es aber ganz gut gepasst, weil mein Freund kam gerade von Arbeit und ich lag gerade auf der Couch, hat mit diesem Vitaldoppler, was ihr vielleicht aus dem Internet kennt, mit Gel auf dem Bauch und dann halt geguckt und dann hört man halt einen Herzschlag vom Baby total schnell. Total toll, wir waren so glücklich, das hat uns so gefreut, dass wir das mal miterleben konnten, weil bis jetzt habe ich nicht einmal bei meiner Frauenärztin gehört oder so, deswegen, wir haben vorher zwar mit einem Stethoskop, wenn ihr das kennt, ich habe zwar ewig gebraucht, bis ich es überhaupt gefunden habe und man hat wirklich sehr leise gehört, dadurch, dass das Baby ja noch nicht so groß ist. Man sagt ja, am Ende der Schwangerschaft kann man erst was hören. Ich habe vorher jetzt schon was gehört, es ist möglich, aber man muss wirklich suchen und man muss sich damit auskennen. Sie hat natürlich dann meinen Bauch noch abgetastet, hat gesagt, dass meine Gebärmutter schon sehr weit oben, also das heißt schon am Bauchnabel ist irgendwo. Und sonst fühlt sich alles gut an. Der hat gesagt, dass das Baby, wie das Baby liegt. Aber es ändert sich ja immer wieder. Das Baby dreht sich ja immer wieder. Als nächstes habe ich dann noch einen Frauenarzttermin. Und der ist nach der Feindiagnostik am 29., also diesen Monat im Juni. Weil wir fliegen am 4. Wir fliegen nach Mallorca. Es ist jetzt nicht so weit weg, also nach Spanien. Und wir bleiben 9 Tage da.
Uns war es wichtig, dass es abgeklärt ist, ob es in Ordnung ist, ob ich wirklich fliegen darf, ob alles in Ordnung mit mir, mit dem Baby ist und so weiter. Bis jetzt hat sich, also hat die Frauenärztin gesagt, es ist alles okay. Sie sagt, ich kann fliegen, da gibt es keine Probleme und solange es so ist, werde ich auch fliegen. Wenn irgendwas sich ändern sollte, ist dann halt der Flug gecancelt. Ist halt so. Auf jeden Fall fliegen wir für 9 Tage und wir haben uns schon informiert, bis zur 32. Schwangerschaftswoche dürfen wir fliegen und es ist ja noch auf jeden Fall bis dahin eine Weile hin. Und ja, was noch? Auf jeden Fall, genau. Wir dürfen fliegen, aber wir brauchen einen Attest und diesen Attest bekomme ich am 29. Da wird sozusagen ausgestellt, dass die Frau bla 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 darf sozusagen in der Schwangerschaftswoche so und so, weil alles gut ist und so weiter, fliegen. Und ist einfach so, man hat zwar einen Mutterpass, aber man soll ja doch trotzdem noch ein bisschen vorsichtiger sein und sagen, okay, falls sie doch mal fragen und sagen, das reicht nicht aus, dann hast du immer noch einen Nachweis und dann ist gut. Auf jeden Fall ist es wichtig, beim Flug zu beachten, dass man viel trinkt. Und man kann Thrombosestrümpfe anziehen. Meine Frauenärztin hat gesagt, es ist nicht so wichtig. Ich muss aber auf jeden Fall Magnesium zu mir vorher nehmen. Und das auf jeden Fall vorher, am besten Tage vorher schon, was ich aber jetzt schon eh mache. Die kann man halt ganz normal, also die kriegt man halt überall. Ich habe die jetzt aus DM mitgenommen und die sind eigentlich ganz gut. Das Einzige, was ich daran nicht schön finde, die sind sehr groß. Ups. Die sind wirklich, ich teile mir die immer und dann trinke ich erst die eine Hälfte und dann die andere Hälfte. Und dann nehme ich dazu halt noch Eisen, das brauche ich unbedingt. Und dann habe ich noch halt die kleinen Folios. Und ich habe das so gemacht, dass ich mir so ein kleines Dappengläschen oder Damm und habe die Tabletten da so reingepackt. Also jeden Abend mache ich für den nächsten Morgen schon fertig, weil ich bin im Moment sehr vergesslich und da bleibt es gerne mal stehen. Und deswegen packe ich mir direkt vor der Nase, dann weiß ich, ich muss sie noch nehmen. Umstandsmode. Ich habe mir jetzt einfach bei Lidl, gab es jetzt genau heute, in der Werbung, ganz viele Schwangerschaftsmode. Und die werde ich euch mal einfach mal zeigen. Also erstmal das Oberteil, was ich jetzt anhabe, das ist jetzt von Lidl. Und ich mache euch mal fest. Das sieht so aus. Also es ist zwar hier so ein bisschen weit, aber es ist mir egal, es ist okay. Mein Bauch passt rein, es ist ein bisschen länger, was ich echt schön finde, weil dann guckt hier nicht so der Bauch raus. Und ich habe noch extra kurze Oberteile gekauft. Und ich zeige euch das mal. Also es gibt bei Lidl dieses Oberteil. Das ist jetzt so ein ganz normales Träger-Sommeroberteil und das ist für Schwangere in Schwarz. Das gleiche habe ich nochmal in einer helleren Farbe. Gerade wegen Urlaub dachte ich mir so ein bisschen schöner. Und dann nochmal Grau. Das ist alles dasselbe. Und es kostet 3,99 €. Und für 3,99 € pro Oberteil dachte ich mir echt, da kann man nichts falsch machen. Ja, das habe ich mir auch heute geholt. Das ist jetzt so ein weites Oberteil und hat unten so Schnüre. Ich muss sagen, das ist eine 36, 38. Das fällt extrem groß aus. Also ich sehe ein bisschen nicht nur schwanger, sondern dick damit aus, finde ich. Aber ja, besser so, als wenn es dann so kurz ist. Dann habe ich mir dieses Oberteil, das habt ihr bestimmt alle vielleicht in der Werbung gesehen. Ich fand es erst extrem hässlich, muss ich sagen, mit diesen Kreuzen. Aber als ich dann alle anderen Oberteile anprobiert habe und dachte mir so, okay, darauf kommt es jetzt nicht so wirklich an. So extrem hässlich ist es nicht. Und es ist auch nicht teuer. Und das hat jetzt auch 4,99 € gekostet, so wie das andere auch. Und dann bin ich nochmal los und habe es nochmal geholt, habe es anprobiert und so schlimm sieht es gar nicht aus. Dann habe ich mir ein Kleid geholt. Das war jetzt nicht für die Schwangeren. Das war ein Kleid, ich glaube, das war schon Montag drin, also nicht heute Donnerstag, sondern Montag. Und das war für ganz normale, nicht schwangere,
Ja, und ich fand es ganz gut, weil das hat hier so ein Gummi, wie man sieht, und das liegt so ein bisschen über den Bauch und das sieht so aus, ob es so sein muss, also ob es extra für Schwangere gedacht ist. Deswegen habe ich es mir mitgenommen. Ich habe 6,99 bezahlt und für 6,99 für ein Kleid ist es wirklich nicht viel. Dann habe ich mir auch nicht für Schwangere gekauft. Und zwar hat es, also ich habe es, das war runtergesetzt. Also ich bin in diese Kramabteilung gegangen. Es gibt bei uns so eine Kramecke, wo alles so ein bisschen runtergesetzt wurde. Ich weiß zwar nicht warum, da stand auch nichts dran. Es wurde auf jeden Fall von 7,99, glaube ich. Das hat hinten so ein schönes Muster. 7,99 auf 4,99 runtergesetzt. Und da habe ich genauso mit diesem Gummi, und das sieht echt gut aus, habe ich gleich zugegriffen und kann ich wirklich nur empfehlen. Dann kommt es zum wirklich schwangeren Kleid, und zwar dieses hier. Das hat hier so ein Muster, fand ich auch ganz hübsch. Und dann gibt es wieder diesen Gummi, und dann geht es, also ist es aber ein bisschen länger. Ich fand es jetzt nicht so schlimm, und gerade weil der Sommer noch lang ist, habe ich mir geholt. Ja, das war's. Also mehr habe ich nicht. Sonst habe ich ja nur einmal diese Umstandshose, die ich sonst immer anziehe. Und sonst ziehe ich ja dann, wenn es warm ist, ein Kleid an oder eine kurze Shorts mit einem Oberteil oder ein Röckchen oder so. Ja, was sich halt dehnt, ne? Wo ich noch reinpasse. Ja, was noch? Müde bin ich im Moment ganz, ganz arg. Gerade am frühen Morgen, wenn mein Freund da von der Nachtschicht kommt, stehe ich auf, esse ein Brötchen und dann werde ich wieder müde. Dann lege ich mich meistens ein bisschen hin und dann muss ich aber auch schon aufstehen, weil ich mit den Hund muss. Also die Müdigkeit ist extrem krass, auch gerade auf dem Nachmittag, dass ich dann so meine Phase habe, wo ich schlafen könnte, aber ich, keine Ahnung, ich kann mich nie einfach so hinlegen und schlafen. Ich bin so ein Mensch, ich kann das nicht. Also schlafe ich dann lieber länger frühs. Ja, also auf jeden Fall habe ich im Moment so einen Nestbautrieb langsam, dass ich anfange, überall so ein bisschen sauber zu machen. Also das heißt, oben auf den Schränken und räume da auf, wo ich schon ewig nicht dran war. Und packe um und sortiere aus und gucke langsam auch mit Kindersachen, Möbel und so weiter, weil wir uns da jetzt noch nicht so herangetraut haben, weil wir immer gewartet haben. Und jetzt langsam sieht man dann immer 8 bis 12 Wochen Lieferzeit, und dann denkt man sich, okay, es muss ja noch auslüften, es muss alles fertig werden. Und so langsam haben wir gesagt, gut, jetzt haben wir uns einen Kinderwagen bestellt, eine Babyschale und so ein Regenverdeck und Adapter für den Kinderwagen und irgendwas war noch. Achso, die Matratze, genau. Das werde ich euch aber zeigen, wenn es da ist. Es ist nämlich noch nicht da. Ich warte heute schon den ganzen Tag auf die Matratze und es ist immer noch nicht angekommen. Mal schauen, wann es hier erscheint. Ja, sonst haben wir gesagt, nach dem Urlaub, wir sind glaube ich ab dem 13. wieder da, haben wir gesagt, dann werden wir so langsam anfangen, das Kinderzimmer zu machen, die Heizung zu streichen, weil die so ein bisschen abblättert, also Kleinigkeiten oder vielleicht zu tapezieren und dann halt auch das Kinderzimmer zu holen oder halt schon mal zu bestellen. Das Baby ist im Moment 25 cm groß, also circa, und hat 430 Gramm. Das nach meiner App. Sonst, ja, was habe ich noch? Genau, das wollte ich euch auch noch sagen. Und zwar war ich beim Frauenarzt, und beim Frauenarzt gibt es immer so ganz viele Broschüren und Lektüren und so weiter. Und da war so ein Kärtchen oder ganz viele Kärtchen von Jaku oder wie auch immer das heißt. Vielleicht kennt ihr das. Und auf diesem Kärtchen stand bei Bestellung eines Katalogs, also natürlich kostenlos, bekommt man als Neukunde also so ein Body dazu, wo das Baby sozusagen hineinwächst. Also das heißt, man kann es dann unten rum verstellen, dass das Baby halt, wenn es größer wird, dass es größer gemacht wird. Und das fand ich total niedlich. Ich habe das gemacht und glaube, eine Woche später kam dieser wunderschöne süße Body an. Also dieser süße und total die gute Qualität mit Möhrchen drauf. Total süß. Also es steht leider aber auch keine Größe da. Das steht wirklich nur so halt die Seite von Internet und sonst auch nichts. Und dann hat man unten halt diese Knöpfe, und wenn man die aufmacht,
Ist alles noch neu. Jetzt. Da hat man hier unten halt nochmal Knöpfe. Und dann kann man es halt erweitern. Und das finde ich echt super cool. Habe ich mich riesig gefreut dafür, dass es umsonst ist. Und einfach mal so als Neukunde. Finde ich toll. Ja, sonst habe ich eigentlich nichts weiter. Das war mein Update erstmal für die Woche von 19 bis 22. Sobald irgendwas Neues ist, werde ich euch natürlich mitteilen. Ich denke mal, ich werde wieder ein Video drehen nach meinem Frauenarzttermin, also kurz vorm Urlaub, denke ich mal. Oder, ja, ich denke mal kurz vorm Urlaub, weil dann habe ich meinen Frauenarzttermin und mein Feindiagnostik. Auf jeden Fall beim Frauenarzttermin nächste Mal habe ich diesen Zuckertest. Ich habe keine Ahnung davon, ich habe ganz oft darüber schon gehört und werde mich dann selber überzeugen, ob es so ist oder nicht, ob es wirklich so eklig ist. Ja, und dann erzähle ich euch beim nächsten Mal, wie es war. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche. Ich zeige euch das letzte Mal noch den Bauch. Ich habe zwar euch schon ein bisschen mit dem Oberteil schon gezeigt. Also auf jeden Fall, so sieht mein Bauch jetzt aus im Moment. Und ja, man sieht es von vorne. Ich kann ja mal so machen. Man sieht es von der Seite und von vorne. Also es ist schon eine ordentliche Kugel geworden. Noch ist es für mich nichts anstrengend. Ich kann alles machen, außer so manchmal Socken anziehen, dass ich dann so nach rechts mein Bein oder nach links mein Bein so drehe, sodass ich besser anziehen kann. Aber sonst ist es noch nicht belastend. Also es ist wirklich völlig okay. Kindsbewegung merke ich schon ganz, ganz extrem halt. Das Baby, also tippt auch immer zurück, wenn ich reintippe. Also wenn ich weiß, dass das Baby wach ist, dann drücke ich so mit ein bisschen mit dem Finger rum und dann kommt auch immer so ein Stups zurück. Da freue ich mich riesig drüber. Das ist immer so schön. Ja, auf jeden Fall, ja, dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und ein wunderschönes Wochenende.